Advent, Advent, zwei Fackeln stehen. Auch sind sie recht schön anzusehen. Doch ist ein Trio derer drei. So stellen wir heute noch eine bei. Ja, und damit herzlich willkommen in Abonaccios kleiner Welt. Wir stellen jetzt Nummer 3. Wir haben letztes Mal ja die Sachen alle schon mitgenommen, die wir brauchen. Ich glaube auch tatsächlich, das reicht dann so aus. Wenn es nicht ausreicht, dann machen wir halt noch was. Und ja, die Richtung, die wir laufen müssen, die war sowieso schon mal korrekt. Oh, Dickerchen, habe ich Platz? Ein bisschen Platz habe ich noch, komm. Gib mich dein Fett. Haha, der hat gesessen. Und noch ein, und noch ein. Und jetzt fall endlich um. Oh, der braucht aber viel. Okay. Na. Oh, und Painkiller hat er auch dabei gehabt. Sehr schön. So, aber jetzt stellen wir tatsächlich dann einfach mal, wie viel Federn haben wir? 6. 6 ist nicht viel, aber besser als nichts. Tja, müssen wir mal gucken. Wir müssen heute fertig werden. Wir haben jetzt 9.50 Uhr am 7. Tag. Das ist sehr gut. Sollten wir doch noch mehr Zeit haben, dadurch, dass ich jetzt in der Nacht mal eben Metall geholt habe, sollten wir jetzt nun doch noch mehr Zeit haben, um das Ganze schön fertig zu machen und eventuell sogar auszutesten. Ach komm, du kriegst auch einen hier. Zack, nein, da oben soll es hin. So. Das Ding, das gefällt mir tatsächlich, das ist gut. Das macht Spaß. Die kriegen da, obwohl den Vorschlaghammer finde ich immer noch ein bisschen besser. Müssen wir mal gucken, dass wir rankommen. Weil mit dem hier bin ich mir nicht so sicher, ob immer die Reichweite passt. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin nicht nah genug. Beziehungsweise, ich bin schon wieder zu nah. Und mit dem Vorschlaghammer erwischen die mich einfach nicht so schnell. So, ich muss mich mal kurz räuspern. Moment. So, da bin ich wieder. Tee können wir immer brauchen. Nehmen wir mal grundsätzlich mit. Der ist schon wieder halb leer, was das Futter betrifft. Das ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt müssen wir nach hier oben laufen. Ja, ich weiß, Kollege, aber da musst du durch. Wisst ihr noch, beim letzten Mal, nee, nicht beim letzten Mal, hier beim ersten Mal, wo wir hier waren, wäre ich hier bald runtergefallen. Habe ich noch im letzten Moment die Kurve gekriegt. Das war schon ordentlich. So, Biene, du bleibst weg. Ach, wie, du willst nicht wegbleiben. Okay, ganz schnell diesen hier machen. So. Dann komm, ja, warte mal. Dann komm mal hier hin. Komm. Du hast mich bestimmt gesehen. Komm her, ich kann den Honig brauchen. Na, komm schon. So ist fein. Komm. Noch ein Stück. Und tschüss. So. Ja. Da ist er. Dankeschön. Wobei, hätte es eigentlich noch einen Kollegen mitbringen können oder einfach mehr drin haben können, wäre super gewesen. Aber es ist immerhin besser wie nichts. So. Jetzt stellen wir Fackel Nummer 3 auf und dann bauen wir weiter. Hm. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Okay, das werden wir gleich sehen. So, und rein, rein. Ach, ich bin ja deppert. Ich kann das doch viel einfacher machen. So, einmal rauf, zwei, drei. Ja, sage ich doch, wir brauchen 4. Und dann gehen wir hier runter. Alles einfacher, wie man denkt. Wenn man denn richtig denkt. So, ja, einen wunderschönen zum 3. Advent ist doch eine tolle Sache. Oder findet ihr nicht? Jetzt gehen wir aber nach Hause, wir müssen weiterbauen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Eine Woche noch, Kinders. Ich hoffe, ihr habt eure Geschenke beisammen. Weil, ihr wisst, nächste Woche stellen wir die 4. Kerze auf. Und die 5. Kerze brauchen wir nicht aufstellen, weil wenn wir das machen können, dann habt ihr sowieso was vergessen. Also schön dran denken. Und seid friedlich zueinander, ist auch immer ganz wichtig.
Und ich muss mal gucken, dass ich noch ein bisschen Zeit finde. Und wenn ich die finde, dann gucke ich mal, was ich machen kann. So, jetzt haben wir allerdings erstmal ein wenig zu tun. Lauf, mein Lieber, lauf. Gott, dass der so langsam ist. Ja. Ihr könnt allerdings, allerdings ist das das falsche Wort. Ihr könnt, so habe ich festgestellt, machen wir es einfach mal so, dann passt das, auf euer Numblock mit der Taste Plus und Minus eure Figur. Und scheinbar, das habe ich mal im Kreativ festgestellt, scheinbar funktioniert das nur mit der Figur, also mit eurer Figur, könnt ihr diese Figur eben schneller und langsamer machen. Dass die halt schneller und langsamer läuft. Ich weiß nicht, ob das mit der gesamten Welt dann so ist, aber ich glaube, wenn ich das da richtig festgestellt hatte, war das tatsächlich nur die Figur. Finde ich ganz interessant. Aber für uns natürlich nicht zu gebrauchen. Wir lassen den Standard. So, wenn ich das hier fertig habe, dann bin ich echt zufrieden. Dann bin ich mehr als zufrieden. Die paar Minuten, die hängen wir auch hinten dran. Dann sollte das funktionieren. Dann haben wir doch noch zwei Folgen, bis die Horde kommt. Ist das nicht schön? Nee, für euch wahrscheinlich nicht, ne? Ihr mögt das nicht. Am liebsten schon jetzt und sofort. Irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. So. Zwei Wände noch. Okay. Aber so langsam nimmt das Ganze hier schon Form. Ich meine, das ist schon gar nicht mal so übel. Und dann müssen wir mal gucken. Na ne. Habe ich da ein kaputtes Fenster gehört? Also ein Fenster kaputt gehen? Kinders, ich mag jetzt keinen Besuch haben. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Ach, eigentlich können wir ja ein bisschen was über den Stone Mount noch erzählen. Also. Ich habe jetzt Dreie, die Gott sei Dank die gleiche Richtung, weil die Richtung hatte ich nämlich auch so im Kopf. Dreie, die gesagt haben, am Anfang der Story, da laufen wir erstmal einfach nur durch die Gegend, gehen wir Richtung Süden. Also ich hatte von euch ja gefragt, sagt mir mal eine Himmelsrichtung. Und ja, die drei, die mir bisher geantwortet haben, die haben Süden genannt. Das finde ich sehr gut. Im Süden ist es warm und dort, wo es warm ist, da mag ich das. Mir ist das jetzt schon, wir haben so gerade mal an die Minusgrade so ein bisschen angekratzt und mir ist jetzt schon zu kalt. Einfach nur, weil ich weiß, dass draußen Minusgrade sind. Das reicht mir schon vollkommen aus. Und ja, ich werde, wie gesagt, zum sehr schön. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich werde, wie gesagt, so einen Trailer produzieren, der dann quasi die Vorgeschichte so ein bisschen erzählt. Oh. Die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der die Vorgeschichte so ein bisschen erzählt. Und, ach, da sind sie schon. Und, ja, dann, wie gesagt, dann geht die eigentliche Story los, wenn derzeit halt, wo wir laufen. Und dann sind von euch Ideen gefragt, was passieren soll, wird, wie auch immer. Und das werden wir dann im Let's Play, also quasi Let's Play, wie es hier jetzt so aufgebaut ist, werden wir das Ganze dann durchführen. Und dann werde ich zusätzliche Folgen machen, wo wir dann das, was wir im Let's Play getan haben, aufarbeiten werden. Ganz einfach aus dem Grund, es ist, wie gesagt, sehr schwer eine Rolle ins Let's Play mit reinzunehmen. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass es einfach zu langatmig würde. Ne, diesen, alles, was man hier so baut, dann im Story-Modus
beziehungsweise in der Story nochmal zu bauen, nochmal zu zeigen. Außerdem haben wir hier den ganzen GUI drin, das wollen wir nicht. Wir wollen eine richtig schöne Story haben. Und ich hoffe, dass bis dahin meine aktualisierte Hardware da ist. Dann haben wir sogar noch eine richtig schöne Qualität dabei. Da muss ich gucken, was mein Upload dazu sagt, aber ich hoffe mal, das wird funktionieren. Jetzt habe ich doch zu viele. Ach nee, habe ich nicht, ich weiß. So, die sind am wichtigsten. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie viel Metall ich noch in der Tasche habe. Und deswegen müssen die jetzt erstmal gemacht werden. Ja, die Dinger, die sind kleiner geworden. Ne? Normalerweise waren die doch, wenn man sie aufgestellt hat, so hoch wie sie jetzt sind. Und wenn ich nicht irre, ja, deutlich breiter auf jeden Fall. Na gut, wenn man jetzt die Höhe unten noch mit dazu nimmt, dann passt das wieder. Aber die waren eigentlich doch, wenn man einen davon aufgestellt hat, so hoch wie sie jetzt sind. Das hat mich direkt schon verwundert, wie ich damit im Kreativ mal so ein bisschen rumgespielt habe und das gesehen hatte. So. Ja, warum mache ich das? Ganz einfach. Wie gesagt, wir wollen die hier drin fangen. Und dann sollen sie auf die Dinger hier einprügeln und sich dann dementsprechend verletzen. Das ist jetzt mal so der Sinn des Ganzen. Und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich mehr als zufrieden. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir die Zombies auch hier reingeführt kriegen. Und wenn wir das dann auch noch hinkriegen, dann bin ich auch sofort. Ach, ich habe ja noch richtig viel. Das ist doch gut. Das ist doch super. Dann können wir das hier unten nämlich auch noch wunderbar machen. Das heißt, doch, das wird reichen. Ich will es mal ganz schwer machen. Oh nee, shit. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen, stimmt. Hier muss ich auch noch welche hinsetzen. Okay. Okay. Super. Au. Oh, zwei Stück zu wenig. Ja, das ist, wenn man über... verdammt. Okay, für zwei Stück brauchen wir... Ja, ich weiß, tut weh. Ich bin falsche Richtung. Wisst ihr was? Das geht doch mit Sicherheit schneller, wenn ich jetzt hier einfach mal einen Baum wegnehme. Komm, du lächelst mich hier gerade so schön an. Und dann nehmen wir dich einfach mal da weg. Ja, siehste, geht doch ganz wunderbar. So, so und so. Vier Stück, zwei Stück brauchen wir, passt schon. Super. So muss das sein. Nein, tu dir nicht immer weh. Ich habe nicht mehr so viele Painkillers in der Tasche. Wir haben doch vier Stück noch gebraucht. Sehr gut. Okay, und jetzt machen wir hiermit genau das Gleiche. Aber hier machen wir das Gleiche hier unten auch. Jetzt haben wir hier ganz, ganz, ganz viele kleine Weihnachtsbäumchen stehen. Ist das nicht schön? Okay, das ist dann sowas wie moderne Kunst. Was soll's? Muss ja auch nicht jeder für Kunst empfinden. Ich finde ja auch, Picasso konnte nicht malen. Andere würden mich für die Aussage erschlagen. Und würde sagen, was willst du eigentlich? Guck dir doch mal die schönen Dreiecke an. Ja, genau, die schönen Dreiecke. Ja gut, geometrische Form hat er halt gemacht. Für mich ist Kunst etwas anderes. Aber das soll jeder für sich entscheiden. Das ist ja super. Das passt komplett.
ob wir dann wohl oben noch eine Reihe durchkriegen? Ich weiß nicht. Oh. Mir fällt da noch was ganz anderes ein. Da müssen wir hin und... Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Weil davon brauchen wir auch noch welche. Ich weiß nur nicht so wirklich wie viel. Dann machen wir das einfach mal so und so und gucken mal, ob das reicht. Nur noch ein paar wenige, wie schön. Na, was denkt ihr? Wird das wohl die Feralhorde aufhalten, abhalten, wie auch immer? Was meint ihr? Ich bin gespannt. Tja. Sieht doch lustig aus, oder? Ach, na gut, damit können wir dann schon mal ein bisschen was anfangen. Wo ist denn mein Häuschen? Tja. Da, das heißt, ich wandere hier rüber, dann sollten wir das so machen. Ja, das sollte funktionieren. Gucken wir mal. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Dann bräuchten wir 20. Wir haben 40, das ist gut. Das sollte gehen. Da ist ein Hirsch gestorben, habt ihr gehört? So, hier kommen die dann eh nicht weiter durch das Auto. Na komm, passt der nicht? Ja doch. Ach verdammt, komm, mach mal weg. Das ging doch mal. Kann man das nicht mehr schieben? Nee. Im Spezial, da, wie ich das Spezial für Werkwahl gemacht habe, da war das notwendig. Da musste ich das ganze Ding schieben. Na gut, wenn das so nicht geht, dann machen wir das Ganze halt so. Das ist so schlimm jetzt auch nicht. Ja, ich weiß. Obwohl mir das nicht so wirklich gefällt, aber... Tja, müssen wir mal schauen. Machen wir einfach so. Shit, warum kann ich das Auto... Geh doch mal ein Stück nach vorne, du Auto. Ah, ich bin einfach nicht mehr kräftig genug. Ah, ging, es ging. Haha, ich bin wohl doch noch kräftig genug. Gut. Dann soll das so auch reichen. Ja, da kommen sie ja nicht durch. Sehr schön. Okay. Das gleiche müssten wir jetzt hier machen. Hier werde ich jetzt auch nicht verkleiden. Das ist einfach nur eine Führungsschiene. Wenn sie von irgendwo kommen, dass sie quasi direkt hier reingeführt werden. Das ist alles. Und wo tanze ich denn dann rum? Ja, ich glaube, hier wäre ganz gut. Wenn wir Zeit haben, können wir die anderen Seiten dann auch noch jeweils machen. Ich weiß nur nicht, ob das dann so sinnvoll ist. So. Ja. Ach, da haben wir noch übrig. Wir bräuchten 20, haben wir gesagt. Ja. Komm, wir machen das einfach. Wir machen das jetzt einfach. So, das so, dann ist das gut. So, was wollte ich denn jetzt noch? Genau. Das wollte ich nämlich eigentlich gemacht haben. Müssen wir dorthin. Hoffe ich mal, reicht. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Wieso habe ich jetzt nur 12? Weil da die anderen 8 sind, okay? Na, falsch gedreht. Komm schon. Na, Kinders, nochmal das Ganze. So ist brav. Die machen wir jetzt auch definitiv noch zu Ende. Wir haben eh ein bisschen Zeit durch das Stellen. Ja, das sollte wohl funktionieren. Und wie sieht das hier aus? Sieht auch sehr schön aus.
Ja, im Zweifelsfall, wenn wir dran kommen, können wir hier immer noch welche weg, dass wir wieder rüber hüpfen können. Aber das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Jawohl. Ach, nochmal drehen. Na komm schon. So. Und so. Wieso fehlen? Ach, weil ich doch immer zwei hoch mache. Ich geb. Na okay. Machen wir daraus noch schnell Planken. Dann sollten wir genug haben. So. Eins. Ja. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Na super. Sieben. Habe ich doch gut gemacht, oder? Das hat er doch gut gemacht, der Kleine. So. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar Rams. Wo sind sie? Da. Nochmal 12. Weil, logischerweise, wir müssen ja zwei aufeinander stellen und dementsprechend brauchen wir auch doppelt so viel. Gott, was regt mich der Frosch gerade auf? Was regt mich der Frosch gerade auf? Ich krieg ihn einfach nicht raus. So. Jetzt, ja, mach so, dann sehe ich besser. So, 3 und noch 1 sind 4. Und hier müssen wir das gleiche auch nochmal machen. Na komm schon. 2, 3 und 4. 1, 2, 3. Na meine ich doch. So. Jetzt passt das Ganze. Und ich könnte noch ein paar Stickies brauchen. Na, so viele brauche ich nicht. Aber so ein paar in Ersatz ist ja nie verkehrt. Das gehört dorthin, das kann wieder weg, das kommt wieder in die Dingenskiste. Ja, jetzt sieht das doch gar nicht mal so übel aus. Und wenn die jetzt nicht gerade hier reinlaufen, dann dürfte das auch ganz gut funktionieren. Obwohl, also wenn sie mir die hier wegkloppen, ist das nicht so schlimm. Wir können aber mal gucken, wie das dann ausschaut. Ob ich die Dinger von oben abnehmen kann. So. Nee, so zumindest nicht. Doch. Kann ich also jeweils einen abnehmen, das ist ganz gut. Und ich brauche sie eigentlich auch nur hier vorne. Sehr schön. Aber den letzten, ne, den nicht mehr. Aber den werde ich wohl auch nicht. Hier kann ich 3 abnehmen, das ist sehr gut. Da kann ich das bei den anderen auch. Na, das sieht doch lustig aus, oder? Ja, und die Campfire, die möchte ich eigentlich ganz gerne befeuern. Weil es ja jetzt so sein soll, dass die auch von Licht angelockt werden. Dann stelle ich mich hier hin, dann lasse ich sie alle herkommen. Und ich hoffe mal, dass die Zombies nicht nur bei den Fackeln brennen, sondern auch wenn sie sich auf so ein Campfire stellen. Da bin ich echt mal gespannt. Nur, das Problem ist, ich glaube, ich werde die Türen geschlossen halten müssen und öffnen müssen. Ja, wenn dann die Zombies dementsprechend dort sind, wo sie hin sollen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich niemals so schnell alle Türen geschlossen kriege. Das heißt, versuchen wir sie hier reinzuführen oder dort reinzuführen. Ich denke, dort wäre vielleicht ganz gut. Das müssen wir dann durch das Laufen erledigen. Und wenn wir dann doch irgendwie an eine andere Tür rankommen, dann machen wir die hier vorher schnell zu, führen sie zu, wenn sie von der anderen Seite kommen, zu einer anderen Tür und sehen zu, dass wir, ja, dass wir sie darüber dann da reinkriegen. So, ich werde jetzt hier, ach komm, das machen wir auch noch kurz. 10 habe ich gesagt, nicht 11. Und dann ist auch schon wieder vorbei mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann wohl die Nachthorde bekommen. Das dürfte auf jeden Fall lustig werden. Die werden wir auch dann definitiv komplett durchziehen. Also ich werde da nicht mittendrin dann die Aufnahme beenden, auch wenn wir über die 20 Minuten sind.
Ja, sowas nenne ich mal ein Scheitel ziehen. Hat ganz gut funktioniert. Komm, dich, ja. Na, wieso brauchst du eigentlich immer so viel? So. Oh, Tanzen war das, glaube ich, das hellblaue. Ist auch schon mal sehr gut. Ja, ihr könnt mir mal sagen, ob ihr glaubt, ob das hier funktioniert. Ich bin mal gespannt auf eure Aussage. Und, ja. Gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Und dann gucken wir, was wir in der nächsten Folge noch Schönes tun. Bis dann die Horde auftaucht. Das wird ja dann definitiv jetzt noch ein bisschen dauern. Oder ich warte einfach kurz mit dem Aufnehmen, dass wir ein bisschen näher an der Zeit dran sind. Sprich, dass ich nicht jetzt sofort in die nächste Aufnahme reinspringe, sondern dass ich bis 22 Uhr irgendwie um den Dreh warte. Gucken wir dann einfach mal. So, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, ganz wichtig. Oh, ich muss was futtern, das mache ich gleich eben noch. Und wenn ihr durch Zufall auf meinen Kanal gekommen seid, abonnieren, dann jetzt ganz besonders, weil wir kommen an die Nachthorde. Wir kommen an die Feralhorde und wir wollen wissen, wie sie ist. Und ich hoffe, da sind keine Spucker dabei. Also, bis dahin, ich wünsche euch was. Bye, bye.